mag kämpfen. Das ist einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Was das denn? Nimm mich mal, was ist das denn? Ist es für ein Lichtschwert? Für ein Lichtschwert kann ich schlecht einsetzen, oder? Ach, das ist für eine Rüstung. So, dann sag mir das doch gleich. Ja, da kann ich schon eine bessere Modifikation reinballern. Ja, dann packe ich mal die rein. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Die packe ich raus. Die packe ich rein. Ja, perfekt. Anwenden. Zack. So, Hosen. Die ist schon gut. Da muss ich nichts Großartiges machen. Wie sieht's? Nein, das ist nur Farbmodell. Okay, dann lasse ich das erstmal so. Kann ja sein, dass mal. Wohin mit mir? Achso, ich muss ja wieder weg. Geil. Also ja, der Ausflug hat sich mal wieder gelohnt. Na wohl, dadurch ist meine Brust ein bisschen stärker geworden, oder? Wie viel Rüstung hat. Ja, um 10. Taxiplattformen sind geöffnet. So, Ein-Mann-Armee. Aha. Dann gehe ich erstmal Ich wünsche dahin. Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Wie nett die Druiden heutzutage sind. Das ist heute gang und gäbe. Ne? Damals war es noch nicht so. Da waren sie alles Arschlöcher. Schön, dass sie sich ändern können. Ich mag sowas. Jetzt wusste diese Quest. Flamme. Wo muss ich denn hin bei der Flamme? Doroslams. Das ist Dorosektor. Das ist Niktosektor. Ja, toll. Hat mir auch so viel gebracht. Das ist nicht hier. Wo ist das denn überhaupt? Das ist hier? Ja, das würde mich jetzt echt überraschen, wenn es hier wäre. So, da haben wir das. Ein Mannami, aber ansonsten nichts. Ja, okay, dann scheint es ja wirklich so zu sein. Naja, kann ich nichts dran machen, ne? Ich bin nicht der Questmacher. Da lang. Also noch eine Quest bin nicht schlecht. Jetzt nur, hier ist so ein fettes Gebiet und nichts. Einfach mal gar nichts. Keine Quest, kein nichts. Das überrascht mich. Naja. Vielleicht kommt das noch. Oh. Ein besseres Angebot findet ihr nirgends. Okay, Stimulo Ihr Handel könnt brauche ich ja jederzeit nicht. wiederkommen. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht was anderes finde. Lichtschwerter oder sowas. Gibt bestimmt bessere. Oh ja, Quests. Das ist doch das, was ich haben wollte. Perfekt. So, Skafmora. Aha. Wo grani tampio da pushi wompa, putula musta. Aha. Wisst ihr, wer ich bin? Die Hutten sind mir egal. Was ist der Haken? Ich bin lange genug auf Nasha da, um zu wissen, dass man erst nach Haken sucht, bevor man einen Handel eingeht. Wompa hupa, jikilia umpasa do biska. Chaskruni do pat kurira, do kanki kung. Bagthra wanawaga mi bunawa duedwipe. Dräng mich nicht in die Ecke. Wozu benötigt ihr mich? Ist das jetzt Bestechung oder Erpressung? Ich reagiere auf beides nicht besonders gut. Bampawula jiota kakoga huta nupisto. Kabanotase makipuna, malituta udmishka. Schon wieder die Exchange. Das nervt. Kuchusa yo mata chitoya, nam kanoya choski nawi.
Ich mache mit, aber ich bleibe wachsam. Nagi Chaneba. Ni at am bumpa po shuda mo kili mo klanki. Klomini klinki? Di Kenya go kaka jojo. Da biska ku paliya. Gut. Ach Gott, what? Ja, super, Leute. Bietet sich ja verdammt nochmal gut an, ne? Haben wir Glück. Haben wir Glück. Ich will das Gespräch beginnen. Ah, ich bin froh, dass ich eure Aufmerksamkeit erregt habe. Das Imperium hat mich geschickt, um über den exklusiven Verkauf verschiedener neuer Rüstungsmodelle zu verhandeln, aber die Verkäufer treiben die Preise in die Höhe. Ich würde es vorziehen, wenn diese Credits in den Händen des Imperiums blieben. Soll mich das beeindrucken? Alles schon durchgedacht? Habt ihr Credits gesagt? Nun bin ich wirklich neugierig. Die Verbrecher, denen es gelungen ist, die Pläne für diese Modelle zu ergattern, haben ihre Bereitschaft signalisiert, sie dem Höchstbietenden zu verkaufen. Entweder ist die Republik bereit, wesentlich mehr zu zahlen als wir, oder diese Halunken versuchen, den Preis hochzutreiben. Ich habe in jedem Fall keine Lust mehr auf diese Spielchen. Lieber würde ich sie ausschalten und die Pläne mit Gewalt an mich nehmen. Ich werde es tun. Das könnte ich machen. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Hier finden die Verhandlungen statt. Sie werden nicht mit dieser Aktion rechnen, aber sie werden schwer bewaffnet sein. Ja, Leute! Können wir doch froh sein, ne? Hat sich doch sehr gut zum Guten gewendet. Das ist doch, dann werde ich die andere Dungeon einfach abbrechen. Ein Pfund Fleisch, was gibt's davon? Nicht schlecht! Rüstung ist für den Arsch. Ich könnte zwar meine Rüstungsteile da rausballern und da was Besseres reinklatschen. Und es gibt doch mehr Erfahrungspunkte. Mehr oder weniger. So, dann gebe ich das auf. Aufgeben. Ja. So, und dann gehe ich schon mal zu den Leuten hin. Wo ist das denn mit dem Pfund Fleisch? Auch da ganz hinten. Fuck. Ja gut. Besser als nichts, Leute. Ich finde das, ich bin Fan von sowas, wenn alles so schön an Schnürchen läuft und einfach mal per Zufall gut funktioniert. Ich dachte, diese Dungeon kommt ein bisschen später, aber wenn es jetzt schon kommt, gut für uns, können wir das jetzt schon machen, weil wir alle haben. Ja, okay, es wird ein kurzer Ausflug mit einem 55er. Der macht ja alles nieder. Oh. Okay, ohne Kämpfen komme ich hier wohl scheinbar nicht vorbei. Aber schön, dann zieht uns halt jemand durch, das ist halt noch schneller als... Ja, noch schneller. Bin immer Fan von sowas. Ist er das, der da wartet? Nein, das ist jemand anders. Aber gut. Wenn er halt ziehen will, will er ziehen. Finde ich super. Solche Leute mag ich immer gerne. Habe ich im BOB auch immer gerne gemacht. Und das auch immer umsonst. Wenn Leute gesagt haben, ja, wer zieht mich mal da kurz eben schnell durch? Und ich sage, komm. Langeweile, nichts zu tun. Ja, komm. Ist ja nicht immer so gang und gäbe oder selbstverständlich, dass man sowas macht. Normalerweise will man dafür noch Geld. So. Okay, dann sind wir da, dann machen wir das. Und zwar meine anderen Quests vorbeigelaufen. Aber... Whatever. Es gibt gute Erfahrungspunkte. 10.000, das ist... Wie viel ist das denn? Ich muss mal kurz gucken. Ja, ist nicht schlecht. Also mindestens einen fetten XP-Boost wird das schon geben hier. Wäre ich schlau und hätte nochmal so ein Ding aktiviert, wäre es nochmal besser geworden. Aber naja, sparen wir uns das noch auf. Was ist das für ein Schwert? Warte mal, was? Solange wir hier chillen, kann ich mal gucken, was es so auf dem Kartellmarkt gibt. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen Kartellmünzen. Ja, Emotes. Was ist das? Saba ist ab 31. Ist ab 15.
kann ja auch viel freischalten, aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt. Das Inventarmodell würde sich am meisten lohnen, halt ein bisschen mehr Inventar schadet nicht. So, was haben wir hier? Ein Laserschwert. Dieser Gegenstand exklusiv für Katar erfordert ein Waffen, das kann mit Gegenstand. Aber welches Level ist das denn? Wurde ich rausgehauen? Achso, ich dachte schon. Ich dachte, ich wurde aus der Gruppe rausgehauen. So, Moment. Ich möchte noch mal kurz auf den Katalmarkt gucken. Ja. Nee, ist nicht mal besser als meins. Ist ja lame. Gut, dann gehen wir mal rein und klären mal die ganze Sache. Mit dem 55er. Boah. Sollte das nur eine Frage der Zeit sein. Schade, dass man deren Gegenstand nicht anschauen kann. Zusätzliche Befehle, blablabla, Baupläne ansehen. Spiele verfolgen. Baupläne ansehen. Ach, so ist das gemeint mit Baupläne anschauen. Okay. Ja gut, dann machen wir mal das, ne? Es sind hier irgendwie 30 von denen, 8 von denen. Das wirst du ja wohl alleine ganz schnell. Wo sind die denn? Ah, ich glaube die. Ah nein, jetzt sind sie da. Puh! Vor allen Dingen, der hat eine Axt. Das wird interessant. Naja, mach mal. So, können wir los? Alle da? Achso, nein. Ich dachte, das wäre der andere, aber das ist sein Gefährte. Nette Maske. Sieht aus wie so vor allem wie beim Football. Ja, wo ist er? Wo ist sie? Er, es, ist. Wo ist es denn? Ach, da ist sie. Ja, okay, los. Dann. Hau mal, mach mal alles kaputt. Also ich rechne da keine großen Chancen bei den Gegnern ein. Naja, wir haben hier zwei Sith Juggernauts. Oder? Ah nein, ich bin Marauder. Sie ist Juggernaut. Okay, das könnte gut laufen. Euch nicht. Mit Glück, wenn ein Endboss kommen sollte. Kann es gut möglich sein, dass ich vielleicht was davon abbekomme, ne? Also sprich, dass da der Loot vielleicht was drin ist. Ein Lichtschwert, was weiß ich. Ein Ohrring oder ein Relikt. Ja. Okay, er haut sie auf jeden Fall ziemlich schnell hart um. Den Schaden, den ich mache, den macht er mit einem normalen Angriff schon. Ja, okay, klar, 55. Hä? What the fuck? Was ist denn das denn? Hä? Was macht der denn hier? Ist das nicht so eine exklusive Scheiße? Und er chillt einfach hier mit seiner Echse rum. Gott. Hä? Er geht jetzt einfach mal und macht auch was klar. Ach so, ja. Hä? Wenn er helfen will, soll er helfen. Ist mir scheißegal, dann geht's halt doppelt so schnell. Also falls er Hilfe bei der Quest braucht, das wäre ja eine Lachnummer. Die würde er sogar selber durchschaffen. Jo. Das ist ziemlich hart. Irgendwas zum Aufheben? Nein. Ich finde es auch immer cool, dass es immer so unterschiedliche Laserschwerter gibt. Im Film gab es ja immer nur diese eintönige Farbe. Hier gibt es noch viele coolere Möglichkeiten. Bonusse. Besiege die Garnions-Explosion. Was?
Super nice. Dann gibt es ja gleich nochmal doppelte XP-Punkte. Jawohl. Da kommen sie alle angeflogen. So tot. Das ist schon witzig. Kann man nichts anderes sagen, das ist schon lustig. So, ich bin bereit. Wenn du mach kaputt. Mach kaputt. Du Dimitri, mach kaputt, du. Mach das. Hier, du, töte ihn. Oh, what the fuck? Das ist ein Elite-Gegner. Das ist schon ein anderes Kaliber. Mach kaputt. Zucker. Blöd. Gib ihn. Okay, der hält nicht wieder aus. Hat er was? Jawohl. Was ist das? Nenne einen ionengeladener Elektrostab. Der ist sogar besser als meiner, verdammte Scheiße. Ich könnte Bedarf drauf werfen. Der ist wirklich... Ach so, er erfordert Elektrostab. Ja, nee, davon habe ich keine Ahnung. Dann kann man es ja auch vergessen.